Vlog 2014, Kalenderwoche 26 und 27. Kalenderwoche 26 begann dienstags mit lockeren knappen eineinviertel Stunden. Dann war erstmal ein bisschen Pause angesagt. Freitags dann beim Peter und Paul Lauf nochmal ein knappes Dreiviertelstündchen Runden gedreht für den guten Zweck. Aber mehr ausnahmsweise mal nicht, denn samstags wollte ich es ja beim Mutscheid Mountain Man nochmal krachen lassen, was dann auch mit viel Vergnügen gelungen ist. Sonntags war die Müdigkeit in den Beinen dann zu spüren. Da war es dann eine gemütliche Stunde. Und damit kam die Kalenderwoche 26 auf knapp 50 Kilometer. Das sieht heute mal einigermaßen gut aus. Nicht meckern. Kalenderwoche 27, da war es am Dienstag knapp eine Dreiviertelstunde, also mal wieder ein kleines bisschen länger. Mittwochs dann auch noch mal eine Stunde. Der Freitag war dann der Woche auch mal wieder ein bisschen knapper, nämlich auch noch wieder nur eine knappe Dreiviertelstunde. Das war dann so ein bisschen Tapering für den Monte Sofia Trainingslauf am Sonntag. Da war es noch schön warm. Heute ist es auch nicht gerade kalt, aber ein bisschen feuchter. Aber es macht Spaß. Jetzt habe ich auch den Arsch nass. Man kann versuchen, nebendran zu laufen, aber irgendwann ist es einfacher reinzupatschen. Kalenderwoche 27 kam dann auf gut 60 Kilometer. Aber für einen einzigen Regentag ist das schon okay.
immer wieder schön die Dover Heide, auch mit Wasser auf der Linse. Niederschlage nochmal Tiptoe through the Tulips. Ersetze immer die Tulpen durch Pfützen. Und es kommt prima Laufspaß bei raus. Hat mir berichtet, dass heute Morgen kaum Läufer im Wald gewesen sein sollen. Bei mir wurde die Runde heute sogar noch etwas länger, aber ich habe ja auch diesen Laufspaßverstärker gehabt, die Innovate Crosstalon 212. Die haben heute wieder für ordentlich Grip gesorgt und den Spaß nochmal verstärkt.